Tages, auch wenn das ganz persönlich ist. Aus der Ferne habe ich ihn schon seit einiger Zeit bewundert, weil er der pfiffigste und mutigste unter den wenigen politischen Aktionskünstlern ist. Wie kein anderer hat er sich diesen Ausspruch von Kurt Eisner, der Künstler muss als Künstler Anarchist sein, zu eigen gemacht und in die Praxis umgesetzt. Aus der Nähe kenne ich ihn erst seit kurzem, seit der Trauerfeier von unserem revolutionären Freund Heinz Koderer. Aber inzwischen haben wir ein hocherfreuliches Stadium intellektueller und praktischer Interaktion erreicht, nicht zuletzt über das wunderbar seltsame Gaudi-Wort, das Ihnen heute auch offeriert wird in der neuesten Nummer. Es kann also noch allerhand kommen. Aber jetzt kommt er erstmal selber. Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde einer wirklich freiheitlichen und gerechten und friedlichen Gesellschaft. So mutig finde ich mich nicht. Ich denke, das, was ich tue, ist eigentlich noch ganz ungefährlich. Und solange es so ungefährlich ist, sollte man es einfach tun und nicht nur Ziel leisten, komplizieren. Mein Dank gilt euch, Ihnen allen und insbesondere dem Herrn Küppers und der Frau Baumann, die es ermöglicht haben, dass wir in diesem Saal heute Abend diese Veranstaltung mietfrei durchführen. Ich möchte Sie, das ist mein Anliegen und ich komme nicht drum herum, auf zwei Tafeln in und an diesem Gebäude aufmerksam machen. Diese Tafeln und der Text, der darauf steht, ist in meinen Augen einfach ein Skandal, den man verändern muss. In diesem Saal, wie schon erwähnt, versammelten sich am 9. November 1938 die großen Nazis und lösten die Jagd und das große Morden an den Juden aus. Der Text dieser Tafel, die kaum sichtbar und kaum lesbar ist, redet von einem mittelalterlichen Tanzsaal, der missbraucht wurde. Aber er redet nicht von der Zahl der Ermordeten, von der Zerstörung der Synagogen und dem Raub. Der Text ist kaum lesbar und besonders absurd ist er unten draußen an der Fassade. Er klingt wie eine schlecht erfüllte lästige Pflicht. Das darf nicht so bleiben. Es ist falsch, hier etwas zu vertuschen. In diesem Sinne. Man könnte in Bayern und insbesondere in München stolz sein. Man könnte stolz sein auf die erste und einzige unblutige Revolution, die am 7. November 1918 die mörderische Diktatur von Adel, Militär und Pfaffen ebenso wie das sinnlose Sterben auf dem Feld der Unehre beendet. Die Wittelsbacher zur Flucht ohne Unterwäsche veranlasste, das Volk stattdessen zum Souverän erhob, erstmals in Mitteleuropa den Frauen das Wahlrecht verschaffte, den Stundentag in der Arbeitswelt einführte und das ideologische Monopol durch den Religionsunterricht in Schulen beendete. Diese neue Gesellschaftsordnung nannte Eisner Freistaat. Erst zwei Tage danach wurde in Berlin die Adelsdiktatur entmachtet. Man könnte also stolz sein auf diese demokratische Revolution in Bayern. Aber haben Sie eventuell draußen auf diesen Tafeln für die Ehrenbürger der Stadt München den Namen Kurt Eisner gelesen? Da steht alles andere, aber er nicht. Haben Sie im neuen Rathaus, in der Staatskanzlei oder im Zentrum der Stadt an unsichtbarer Stelle ein Porträt oder einen angemessenen Hinweis auf den revolutionären Begründer des Freistaats Bayern und seines ersten Ministerpräsidenten gesehen? Weder die Staatsregierung noch die Münchner Stadtregierung sieht einen Anlass, einen Kranz niederzulegen am 21. Februar, an der Stelle, an der Kurt Eisner von einem adligen, verhetzten, antisemitischen Mordbomben erschossen wurde. Der SPD-Vorsitzende, der damalige, wollte 1918 keine Revolution. In der SPD-Zeitung
wurde die Deklaration des Freistaates als einzige Zeitung in München nicht veröffentlicht. Auer denunzierte den Ministerpräsidenten als Ostjuden Kosmanowski, woran kein Tünchen Wahrheit ist. Aber die Nazis trafen ihm das aus der Hand. Ja, er schickte sogar obendrein noch Blumen ins Gefängnis für den Mörder. Das Denkmal, das an der Stelle des Mordes errichtet wurde, wurde von den Nazis zerstört. Ebenso das Grab im Ostfriedhof.